Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Gran Turismo Sport, zu einem kleinen täglichen Online-Rennen hier in Kroatien auf der Rennstrecke Track & Trail Küste. Über insgesamt 12 Runden geht dieses Gruppe-3-Rennen. Ich bin hier mit dem Toyota Supra unterwegs und ja, starte hier leider nur von P14 bei zweifachem Treibstoffverbrauch und sechsfachem Reifenverschleiß. Wir haben die weiche und die mittlere Mischung zur Verfügung und müssen beide je einmal gefahren haben. Das heißt auf jeden Fall ein Boxenstopp. Ja, ich werde hier mit den Weichen starten. Und ja, dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen nach vorne komme. Ja, wenn man mal die Rundenzeiten anguckt, die auf den Plätzen 1 bis 9, die haben alle eine 1,36er Zeit gefahren. Und ja, dann kommt erst der ganze Rest und naja, schneller ging es leider nicht in der Quali-Runde. Schauen wir mal, ob es noch ein bisschen nach vorne geht. Ja, liebe Zuschauer, gleich geht's hier los. Wird sicher ein toughes Rennen. Spannung, ja, wird sich zeigen. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, schauen wir mal. Die ersten paar Runden werden da sicherlich, würde ich sagen, rennentscheidend sein, aber nicht ganz unwichtig. So, los geht's. Oh, da stand einer. Geht eng zu da vorne. Wow, das war knapp. Ja, das war die erste Runde. So weit, so gut. Geht ordentlich zur Sache hier in Kroatien.
Habe ich aber auch nicht anders erwartet. Geschenkt wird einem hier definitiv nichts. Ja, Runde 3. P10 im Moment. Oh, da hat es ordentlich gekracht. Da war jetzt einiges los auf den letzten Metern. Wow. Ja, das sollte da immer so klappen. Ja, in der Todesschikane riskiere ich mal nichts. Ja, wir kommen in Runde Nummer 4. P6 im Moment. Mann, dieser Beetle ist unmöglich. Ich habe das jetzt schon 4 Runden lang beobachtet. Unglaublich. Runde 5, P8. Porsche, der mich hier erwischt hat am Heck, hat aber auch kleine Strafe gekriegt. Thank you.
war die volle Absicht. Unfassbar. Ich weiß nicht mal wieso. Unfassbar. Habt ihr das gesehen? Da hat mich gerade noch einer gerammt, während ich in die Box gefahren bin. Ja, da ist er. Unglaublich. Unglaublich. Hier sind wirklich viele Spinner unterwegs, muss ich echt sagen. Also, sorry, aber... Ja, Runde 6, P14 nur noch. Wahnsinn. Also bis zum Boxenstopp war das Rennen jetzt gar nicht so schlecht. Ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was tut. Da ist eine Viper an der Box und ein Supra. Müsste ich theoretisch vorbeikommen, hoffe ich. Ja, hat geklappt. Ja, die Führenden kommen auch rein. Nach 7, beziehungsweise ja doch 7 Runden. Der gerade noch in der Box ist. Ja, an dem bin ich vorbei. P11 und der 8.
Oh, eine gelbe Flagge. Ah, der grüne Beetle. Da freue ich mich jetzt aber. Normalerweise bin ich nicht so schadenfroh, aber nachdem der mich so oft angerempelt hat. Ja, Leute, P10. Wieder an den Top 10 am Anklopfen. Um den 9. Oh, noch eine gelbe. War wahrscheinlich hier. Der Beetle ist ganz schön nah gekommen. Ah, wieder ein Lichthupenfahrer. Danke fürs Anschieben. Man sieht es auch wieder, wie schnell der hin und her zickzack fährt. Wird mal vermuten, das ist ein Controllerfahrer. Ja, sorry, aber wer da so reinhält. Also, soll ich mich in Luft auflösen oder soll ich das machen? Das ist wieder der Porsche von vorhin. War nicht gerade der netteste. Nein, das war taktisch unklug. Was ist denn der jetzt so langsam gewesen? Das gibt's doch nicht. Kommen hier drei Fahrzeuge von hinten? Der steht auf der Bremse. Das gibt's nicht. Zurück auf P14. 15. Oh, Wahnsinn. Ich habe keinen Platz gewonnen durch die Aktion. Das ist ja übel. Sag's euch Leute, dieser grüne Beetle da hinten. Thank you.
gerutscht. Echt verrückt. Von ursprünglich mal P9 wieder auf P14. Letzte Runde. Das ist echt. Das ist echt der letzte der Typ. War jetzt zwar auch ein bisschen selber schuld, aber er fährt echt einen Stiefel zusammen. Fairness wird hier nicht groß geschrieben in diesen Online-Rennen, also in den täglichen. Da geht es bei den Serien doch humaner zu, finde ich. Auch nicht immer, aber was hier los ist, das ist nicht normal. Geschubse und Gerempel, wo es nur geht. Und es wird auch nichts mehr bestraft, habe ich irgendwie so das Gefühl. Aber gut. Dabei sein ist alles. Ja, keine Chance mehr. Ist zwar jetzt nur eine gelbe Flagge, aber ich frage mich wo. Ja, irrelevant für mich. Tja, von 14 gestartet, als 14 ins Ziel gekommen, hier in Kroatien.